Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stalker 2. Und ich nehme ein bisschen auf zur Erklärung ganz kurz. Heute ohne Cam, weil die stört ja eh meistens so bei den Anzeigen. Aber ich lasse sie jetzt mal weg. Und ich nehme nachher noch im Stream auf, dann wieder mit Cam. Deswegen mache ich jetzt noch ein bisschen ohne und wir schauen einfach mal. So, wir wollen jetzt den Schuldner finden. Ich mache jetzt erstmal auch ein paar Nebenquests wieder, ne? Ja, okay, ich komme. Ich soll mit dir reden. Hallo, Herr Mörtel. I'm ready to pass some stalker wisdom on to you. Right here, right now. Ja, mach mal. And totally free of charge. Interested? Ja, sag mir mal ein bisschen was. Komm, los geht's. Who could turn down such a generous offer? I'm all ears. Back on the mainland, Mom and Dad were the most important people in the world, right? But here in the zone, it's the tech and the trader. And their love comes with a price tag. Loot or coupons. Mm-hmm. Got it? Was ist dein Tipp? I was hoping for something a little more practical. You think you're clever, huh? Fresh off the perimeter and you've already figured everything out. Well, go ahead. Show us what you've got. Nein! Here are the coordinates for our tech, Lens, and Hamster the trader. Chat them up. If you've got coupons, buy something. If not, check in with Warlock for a gig. He's usually got something going. One more thing. If you find yourself in a dust-up with any of the factions, pay their boss a visit. Conflict is a part of life in the zone, but there's always a way to resolve it. Always better off with a lousy peace than an awesome firefight, get it? Anyway, once you've mingled with the locals, hit the road. Just don't bother me again. No one else is gonna help you for free in this neck of the woods. Least of all me. Okay, wir müssen mit dem Händler reden. Finally, I've settled my tab with Gaffa. Now I'm off to the swamps, where I won't have to put up with greenhorns anymore. Ich möchte aber eigentlich erst, Moment mal, jetzt müssen wir einmal kurz schauen. Ich möchte erst das andere machen, den Schuldner machen, weil da kriege ich ja schon ein bisschen Geld. Und dann gehen wir zum Händler und gucken mal, was der so hat. Würde ich behaupten, ne? Wir machen erstmal das hier. So. Okay. Und ich sollte vielleicht meine Pistole, okay, da ist nicht mehr viel drin. Soll zumindest ein Messer mitnehmen. Wo ist denn der Wasserturm? Da hinten irgendwo. Sind hier eigentlich überall Anomalien oder kann ich hier einfach so... Wir gucken uns das Gelände erstmal an, wo wir jetzt reingehen. Achso, ich sollte meine Waffe wegstecken, ne? Wie war Waffe wegstecken nochmal? Ich hoffe, der geht jetzt nicht auf mich los, weil ich das Messer in der Hand habe. Huh? Hey, you! Loner! Come and help some good fellows. Make yourself useful. Ich frag mal. A dude who likes free stuff. Valak Lumux. Barricaded himself in that shack. Owes me a big pot of dough. And instead of paying me up, he's poking me with a gun. That's nicht gut. Go and have a nice talk with him, would ya? Calm him down. Make him tell you where his stash is. Got it? Cause I'm about to have a fucking meltdown. Chill the hell out already, I got it. Good boy.
Stay away from the door, or Lumux will blow your head off. There's a hole in the wall where the tower is. You two will have to chat through it. I'll keep an eye on you. Why is it always me? Because I say so. No funny business, loner. You don't want to piss me off. Will ich auch nicht. Real bad timing, man. Kann ich mit dem auch reden? Ach, mir leider. Ich soll da nicht... Da darf ich nicht rein. Das Loch in der Wand, ne? Da hinten irgendwo. Who's there? I'm gonna shoot! Easy there, I just wanna talk. Are you nuts, man? I'm kinda busy here, you bisschen. Know? If I drop my guard for a second, these thugs will do me in. If I'm going down, I'm taking at least one of them with me. They want your stash. Just tell me where it is. I might be new to the zone, but I'm not stupid. As soon as I tell you, they'll kill me. Damn it! That's one hell of a mess I got myself in, right? Okay, listen here. The stash is at the water tower, at the very top. You'll know what to do once you're up there, hopefully. Don't get into an anomaly on the way. Oh, he's spilling the beans! Are you scared of heights, loner? Nah, I don't give a damn. Get up to the tower and grab the stash, now! Der Regen. Da vorne. Hat mich erschrocken. Gut, dass meine Facecam gerade nicht an ist. So langsam komme ich aber ins Spiel rein, so langsam verstehe ich, was ich tun soll, und dann geht es schon. Come on, Stalker. Dope ain't gonna let us go. You got a clear shot. Take him out. Oh nein. Oh nein. Einer ist noch da, oder? Ich hab nicht gesniped! Ja, mein Leben ist gerettet. Wo ist... Da ist noch einer hinter. Ich weiß das doch. Ich traue dem Braten nicht. Das war's? Wo denn? Cover me. I'll hide. Freaking thugs. Thanks for stepping in. Come over here, would you? Ich möchte die erstmal durchsuchen.
I pay off all my debts, or I gotta leave the Lesser Zone for good. Ich möchte die erstmal alle durchsuchen. So, warte mal kurz. Also die Snipe gebe ich auf keinen Fall her. Okay, die ist kaputt. Weg. Auch kaputt. Weg. Meine Schroti ist auch kaputt. Die ist nicht schlecht. Die habe ich auch nur noch Schrott, ne? Komm, weg damit. So, ist alles kaputt. Schmeißen wir erstmal alles weg. So. Was haben wir da? Die ist auch fast kaputt. Nee, komm, auch weg damit. Wir sind im Moment, so wir haben mit ein paar Sachen. Thank you, Stalker. I owe you one. Ja, immer. Bezahl endlich deine Schuld. Pay up your debt to Warlock first. He promised me a cut. Well, I was going to pay him back, honest. Now? Fair enough. That's the right thing to do. Mm-hmm. Done. I sent the coupons, both yours and Warlock's. Come in. I just got money from Velik Lummox. Tell the little shit I said hi. Maybe I'll pour one for him later if you won't be an asshole. Anyway, thank you, Stalker. Out. Immer doch gerne, ne? Das Brot nehmen wir auch mit. That's a shame. Muss doch mal was Whatever. Essen. Ecke ist es nicht, aber man kann es haben. Oh, eine Anomalie. Das ist bestimmt draußen, oder? So, ist das noch ein Verband? Oh ja, Verbände. Ah, die müssen wir natürlich auch mitnehmen. Nein, wir erstechen ihn nicht, wissen wir. Okay, ich gehe da doch nicht so hin. Vorsicht. Was ist das Flimmern? Ist das die Grafik oder ist das eine Anomalie? Das ist Benzin. Gibt's für mich hier nichts mehr zum Looten? Scheinbar nein. Da drin bestimmt, aber... Okay, wir gehen zurück. So, wir sollten jetzt auch noch zum Händler gehen, ne? Wir öffnen mal hier unser kleines Feines. Haben wir gemacht? Stalker-Weisheiten wollte ich jetzt machen. Ich mache erst ein paar Nebenquests, ne? Die Hauptquest machen wir weiter. Aber ich will auch für den Stream nachher was Nettes haben. Und ich würde gerne auch die Nebenquests ein bisschen machen. So, wir sprechen mal mit dem Händler. Wo ist denn der? Irgendwo da drüben anscheinend. Der läuft aber... I had a good run. Got three whole artifacts. Hams, you need anything? Was haben Sie denn Schönes? Suchin's got the Sphere soldiers by the balls. Poor bastards can't even fart without Aber eine schöne Brille hat auch. They used to hang out at our bar back in the day, and now they're shooting at us. Get yourself some nice loot. Where was I? Man, I had a good run. Got three whole artifacts.
afterwards, with good enjoyment, we go back and visit. Moin, are you new here? Come on in, make yourself at home. But don't get too comfortable. Gib mir Peter Lustig. If you need anything fixed, I'm your man. If you want to swap some stories, go to Mikolaj or the Gaffer. They got all kinds of baloney to choose from. Okay. All right, come on. What have you got there? Need a hand with anything? I'm glad you're here. As a matter of fact, I do. A bunch of diggers who used to bring me all sorts of useful stuff have gone off the radar. I'm feeling a little uneasy about it. Jetzt muss ich das machen. Warum machen wir? All right. Where should I start looking? I have the coordinates for their last outing. I told them to stay away from that tunnel. I knew it was a bad idea. There were four of them. Max Saturday, Bedlam, Wasserpunk, and Mastiff, their leader. Nein! Okay, während ich mit denen rede. Anything fixed? Come on, speak up. Tell me what you need, jetzt. And I'll see what I can do. So, Lederjacke. Können wir verbessern? Okay, ich habe 2000 Schießprügel. Den müssen wir reparieren, ne? Ist teuer, aber hilft nichts. Und die würde ich auch gerne... Okay, die kann ich nicht reparieren. Kann ich mir nicht leisten. Die ist okay. Okay, wir reparieren auch mal. Komm, ich repariere mal. Have you heard of Sauter? Of course I have. I have no idea where to find him, but I've heard plenty of stories about Sauter. He's a hell of a tech, but as a man, he's rotten to the core. Schön. If you're looking for him, ask around at the bar. If I were you, I'd stay away from that guy. He'd shoot you in the back, then charge you for the bullet. Was macht er? Warum fragt er das? Why does the zone need technicians? They make sure your gun barrel doesn't fall off when you most need it. And if it does, at least they'll be here to replace it. Weapons upgrades, repairs, that's us. Armor too. You can't roam the zone in a crappy vest. Not for long, at least. Was gibt's Neues? Have you seen the sphere? Do you know what it does? The thing's mapping the zone. I wish I could see what's inside of it. What kind of anomalies are out there? It's a true miracle. About Mastiff's crew. What do you need me to do again? It's all on your PDA, man. My guys were heading into the tunnel. Check the place. Find out how they're doing and why they haven't been in touch. Seine Zunge ist gruselig. Kann ich noch irgendwie verbessern? And I'll see what I can do. Verbesserung? Okay, es geht nur reparieren, ne? Wähle einen Upgrade-Slot am Gegenstand aus, um fortzufahren. Tell me what you need, and I'll see what I can do. Warte mal, wenn ich jetzt sagen würde, hier... hier. Okay, Zustand zu schlecht. Cool. Zustand zu schlecht. Okay, also ich muss Geld verdienen, die Waffe reparieren. Das wird mein neuer Liebling werden. Bis ich eine bessere finde, wird das mein Liebling sein. Weil ich liebe Snipes. Ich bin gut im ich bin deutlich besser im Snipen als im Nahkampf. Also im Nahkampf bin ich gut, aber mit Nahkampfwaffen nicht mit Schusswaffen. Weißt du, wie ich meine? So, wo ist denn der? Ist der hier drin? I know it's dangerous,
Hallo. But I'm offering you good money here. Sure you are. No way, man. Find yourself some other dog willing to march into certain death. Hallo, Hamster. I've got the best deals in the zone. Ask anyone. Guaranteed. I'd never try to pull one over on the rookies like Sidor does. If anything breaks, it's because you need to take care of your gear. This stuff's not made of steel. Well, except for the things that are. Anyway, show me what you've got. Könnte ich jetzt die ganzen Waffen holen und das alles verkaufen? Show me what you've got. Das hat der Händler. Oh, der Händler hat einen schönen Schießprügel. Ja gut, der ist aber nicht besser als meiner. Na, sind wir ganz ehrlich, der ist nicht besser als meiner. Muni hat der für den Fall der Fälle. Aktuell brauchen wir aber noch nichts. Was kriege ich dafür? Verkaufen. Schmeiß ich so. Ah, so, okay. Das behalten wir alles. Das behalte ich auch erstmal alles. Das brauche ich ja. Nee, das schmeiße ich nicht weg. Nee, das schmeiße ich auch nicht weg. Okay. Ich habe das behalte ich sowieso. Die Verbände behalte ich erstmal. Reduziert Strahlung stark. Stellt Ausdauer wieder her. Ausdauerkosten schwach. Was ist das? Bier. Und Wasser. Okay. So, das verkaufe ich mal. Den Rest behalte ich. Das brauche ich alles. Das ist okay. So, und dann machen wir den Handel abzuschließen. So, okay, haben wir Quischen Geld erhalten. Okay. Gasmaske ist natürlich auch geil, ne? Holographisches Visier. Das Gewehr hätte ich halt auch gerne, ne? Oh, das Gewehr hätte ich auch sehr gerne. Oh, er hat noch... Oh, guck mal, was er alles hat. Anfängeranzug. Ja. Okay, aber erstmal, ich glaube, erstmal reicht es. Was gibt's Neues in der Know Zone? Anything about Sutter? If someone else had asked instead of you, I'd charge him through the nose. But you're my friend. So I'll tell you for free. Your friend's name sounds kind of techie, so I'd wager he's a tech. They say the gaffer used to know Strelok himself. The Strelok. Who went up to the center of the zone and stirred up so much shit, we're still talking about it. But the gaffer won't say a word, damn it. Then again, if I knew a dude like him, I guess I'd keep quiet too, just to stay on the safe side. Okay. Thanks. See ya. Okay, die beiden Häusertechniker. Okay, ist alles klar. Kann ich hier noch was klauen? I've got a job for you, Stalker. Was hast du für einen Job? Welcome to the area, Stalker. I've got a job for you, but I should warn you. It involves going to the Anomalien ist, da gehe ich nicht hin. Was los? What kind of job did you have in mind? When my parents and I were evacuated after the accident in 86, we left a family heirloom in the root cellar. An old Orthodox icon. My mother, she kept talking about it until the day she died. I need to find it. I want to have at least something to remember my family by. Bring it to me, and I'll pay you the full price of an expensive artifact. Würde ich gerne. I couldn't get it on my own. Mach ich. All right. I'll bring you the icon. I'd really appreciate it. Remember to stock up on energy drinks, though. The poppy field isn't that big, but you can get lost.
Real easy. Das ist nicht gut. Kannst du mir noch was über das Mondfeld sagen? Did you want something? Ich wollte was über das Mondfeld wissen. I found my old stash a while ago. Can you believe it? I hid some stuff away 40 years ago. Way before the zone ever existed. I was a little kid, but I already had some stalker savvy about me. I wish I'd thought of stowing something useful in there. Okay. Remind me about your job again. You need to retrieve my family heirloom from the poppy field. My parents left it in the root cellar during the evacuation. I'll pay you the price of an expensive artifact. I tried to get it on my own, but couldn't. Do you know the root cellar's coordinates? Sorry, I don't. I know the root cellar's somewhere out there in the poppy field, but that's it. Everything's changed so much. That's nicht gut. Okay. That's all I wanted to know. I hope it was helpful. Ich würde das gerne machen, aber ich habe Angst, dass wir uns dabei... Orientierung ist ja nicht meins. Pass auf, was das Erste, was ich jetzt mache, ich speichere. Ja, wir überschreiben. So. Na? Wir speichern erstmal. Dann ist jetzt egal. So, dann müssen wir das nicht nochmal machen. Ich würde gerne tatsächlich das machen mit der Ikone, weil ich das Geld... ich glaube, das ist gutes Geld, oder? Das Mondfeld. Und wir machen das jetzt. Wir gehen da jetzt hin. Scheiß drauf. Nichts. Nee, schlafen will ich jetzt nicht. Kann ich Gitarre spielen? Die wiegt doch bestimmt total... Wo habe ich die denn? Habe ich die? Okay. Ciao! Kann ich die verkaufen? Das wäre ein bisschen Scam, oder? Egal. Ich glaube, ihm seine Gitarre, um die dann wieder zu verkaufen. Warum habe ich für die Waffe eigentlich nur noch 6 Kugeln dabei? Ich habe doch mehr 9mm Munition. Kann ich die Munition irgendwie ausrüsten? Die passt da nicht rein. Die hätte ich vielleicht verkaufen. Na egal. Langsam gehen. Ist eine gute Idee, hier einfach reinzuspazieren. Ich konzentriere mich jetzt mal auf die Mission, damit ich mich nicht verliere. Ich vertraue nicht zu niemandem. Habe ich eigentlich unendlich Schrauben dabei? Ich habe was gehört. Schönes Bild. Da vorne ist auf jeden Fall was. Sieht ja sehr nett aus.
Aua! Wir sehen uns hier erstmal um. In der nächsten Folge sehen wir uns hier um, ja? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.